So. Flagge hissen. Sagtest du, jemand wird vermisst? Ja, Isabella, ein weiteres Mitglied der Feldstudie. Ich wollte heute nach dem ersten Beben zu ihr, aber ihr Zelt war leer. Du solltest Manu fragen. Er hat ihr wahrscheinlich gesagt, wo Eldorado liegt. Ich mein's ernst. Wir haben gestern gestritten, heftig. Tut mir leid, Guillermo. Das wusste ich nicht. Red bitte weiter. Ihr habt gestritten? Ich will nicht neugierig sein, aber... Schon okay. Wir sind seit fast einem Jahr enge Freunde und ich glaube, wir beide wünschen uns mehr, aber keiner von uns hat das Thema angeschnitten. Isa und Sarah geraten oft aneinander. Tut mir leid, Sarah, aber es stimmt. Weil Sarah will, dass das Team auf dem Boden bleibt, während Isa auf Folklore und versteckte Tempel steht. Ich stehe dabei meistens in der Mitte. Folklore hat immer einen Ursprung. Selbst wenn das meiste erfunden ist, steckt auch ein Körnchen Wahrheit darin. Das ist auch Isas Standpunkt. Jedenfalls lebt hier ein blinder alter Mann namens Manu, der viele solcher Geschichten kennt. Er hat sie überzeugt, dass es hier eine geheime Krypta gibt. Und sie wollte gestern, dass ich mit ihr danach suche. Ich sagte nein und es kam zum Streit. Am Ende nannte sie mich einen engstirnigen Feigling. Und ich sie ein dummes Kind. Und dann lief sie weg. Ja, um es uns Schwarzsehern mal richtig zu zeigen. Heute Morgen hörte ich, sie hätte letzte Nacht auf dem Friedhof randaliert. Da fing ich an, sie zu suchen. Als ich sie nicht fand und niemand etwas wusste, machte ich mir Sorgen. Was ist, wenn sie die Krypta gesucht hat und ihr was passiert ist? Das würde ich mir nie verzeihen. Also gut. Du bleibst hier. Falls es etwas Neues gibt oder sie zurückkommt, dann weißt du Bescheid. Ich suche nach Isabella. Ich fange auf dem Friedhof an. Das würdest du tun? Ganz ehrlich, mich interessiert die Gruft genauso wie sie. Du übertreibst. Machst du Witze? Sie hat nicht genug Zeit gekostet. Da ist die Mission. Hier gibt's auch Tiere. Ich habe bis jetzt noch nie wirklich Tiere gejagt. Aber ich finde es irgendwie, zum Vergleich zu den anderen beiden Teilen ist das der schwächste Teil. Also. Clara, hast du schon was gefunden? Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Hühner! Darf ich nicht abschießen? Okay. Gibt es hier ein Lager? Ich will mal. Warte mal, hier ist. Dieses spanische Dokument ist faszinierend. Es schildert verschiedene Naturkatastrophen, von denen diese Gegend heimgesucht wurde. Eine Flut, ein durch Blitze verursachtes Feuer und ein vulkanisches Beben. Jedes Mal wurden die Gebäude an diesem Ort so schwer beschädigt, dass ihr Wiederaufbau erhebliche Mühen erforderte. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Da ist ein Händler. Suchst du in der Mission Erlösung oder ihre Geheimnisse? Ich bin nicht sicher. Etwas von beidem vielleicht. Zu warten, bis das Leben sich entfaltet, ist ein Luxus der Jugend. Ich war auch mal so. Ließ mich treiben. Und so kamst du hierher? Irgendwie schon. Irgendwie. Darf ich dir einen kleinen Rat geben? Entscheide selbst. Sonst macht's ein anderer. Genug geplaudert. Möchtest du handeln? Was mich übrigens momentan so richtig abfuckt, ist, dass die andere Händlerin null eingezeichnet wurde. Und ich habe sie nie wieder gefunden. Und jetzt fehlen mir zwei Items, die ich unbedingt haben wollte. Es kotzt mich ein bisschen an. Und deswegen kaufe ich auch nichts bei der. Ein gutes Geschäft für uns beide. Du wirst bestimmt zufrieden. Es war nett, mit dir Geschäfte zu Weil machen. mir die Händlerin dann doch ein bisschen wichtiger ist. Ich suche sie gleich.
Warum die überhaupt nicht eingezeichnet wurde, verstehe ich nicht. Warte mal, ich kann ja nochmal gucken. Die war hier. Weil diese zwei Händler kenne ich. Und dann gibt es noch eine Händlerin, die war hier. Hier irgendwo. Ich habe keinen Plan, wo. Hat sie die Stadt verlassen? Die wurde ja auch nicht angezeigt, wo ich da... sie getroffen habe. Ich hätte mir den Ort merken müssen. Harte Arbeit ist gut für die Seele. Die Sekte hält diese Mission seit mehr als 400 Jahren durch harte Arbeit am Leben. Damals kamen Angel de la Cruz und Troilo Serrano hier an und machten sich sofort an die Arbeit. Ihre Philosophie, dass nur die Arbeit uns wirklich näher zu Gott führt, leitet uns immer noch. Bis heute. Sei vorsichtig auf dem Friedhof, Miss. Da lebt eine Hexe, die Menschen in Frösche verwandelt. Ich werde auf mich aufpassen. Eine Frau verärgerte die Hexe und dann ließ die Hexe sie verschwinden. Wohin sind diese Kinder gelaufen? Bis zum besten Teil der Geschichte. No tenemos donde más guardarla. Dieses Dokument umreißt die Ziele und Werke der Mission des heiligen Johannes. Neben ihren persönlichen spirituellen Zielen und missionarischen Aufgaben ist es diesen Leuten eindeutig ein Anliegen, auch etwas zu den umliegenden Gemeinschaften beizutragen. Durch Bildung, Alphabetisierung, Gesundheitsversorgung und sogar Lebensmittelspenden. Wo ist denn hier endlich mein Lager? Ich kann's nicht erklären, aber hast du bemerkt, dass die Welt hier dünner wirkt als anderswo? Als wäre da nur ein Vorhang. Und wenn du ihn aufziehst, kannst du den Himmel selbst sehen. Es ist wie eine spürbare Verbindung zwischen diesem Leben und dem nächsten. Oder wir sind alle schon tot. Vielleicht sollte ich aber auch nur ein wenig aus der Sonne raus. Ah, da ist ein Grab. Gehen wir auch noch hin. Es scheint, als würde Gott uns alle paar Jahre eine Katastrophe schicken. Ich sehe, das Erdbeben hat große Schäden verursacht. Das kriegen wir schon wieder hin. Wir brauchen nur Zeit und Materialien. Das Erdbeben. Leider ist eins davon ein wenig knapp. Ganz ehrlich, da bebt ein bisschen die Erde. Also, ein Erdbeben haben sie aber wirklich schlecht dargestellt dann. Das hat nur Rums gemacht. Es ist so, als würde ein Laster an uns vorbeifahren. So hat sich das angefühlt. 30. Dezember 1603. Lopez kehrte heute aus einem nahegelegenen Dorf zurück, begleitet von einer Gruppe, von der er sagt, sie würde ihm folgen und uns beim Bau unterstützen. Irgendwas an seinem Verhalten war merkwürdig. Ich führte es auf die lange Reise durch den Dschungel zurück, doch noch in dieser Nacht eröffnete er mir, was ihn wirklich beschäftigte. Sie haben mich verfolgt, flüsterte er, die anderen. Dann ging er fort und ich verbrachte eine schlaflose Nacht damit, über sein Abgleiten in den Wahnsinn nachzudenken. Ich hab doch irgendwas gerade aufgenommen. Ich weiß nicht mehr was. Nee. Quatsch. Das ist ja sowas. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ah, da ist noch eine Flagge. Herausforderung habe ich fast keine abgeschlossen bis jetzt. So, Flagge gehisst. Du hast einen tollen Bogen. Bist du Jägerin? Die Mission könnte eine brauchen.
Seit kurz vor dem Erdbeben suchen uns Wölfe heim. Ich kann die Kinder keine Sekunde aus den Augen lassen. Erst gestern habe ich den da auf der Straße gesehen, wie er einem Wolf nachlief. Unglaublich, was? Er sagte, er wollte nur spielen. Er glaubte wohl, Wölfe wären zahm und würden Stöckchen zurückbringen. Schwarzmähenwolf, okay. Hier ist ein Dokument. Dieses offizielle Dokument wurde erst kürzlich vom Heiligen Stuhl herausgegeben. Angesichts der erheblichen Schäden, die die Mission durch ein ungewöhnlich heftiges und gänzlich unerwartetes vulkanisches Beben davongetragen hat, wurden Anfragen an jede spanisch sprechende Diözese geschickt, in denen sie gebeten werden, Missionare zu entsenden, um diese heilige Stätte wieder aufzubauen. Immer schön umgucken. Schon allein deswegen. Si se comprueba algo, así será. Aber nicht nur was. Hier liegt einfach mal was rum. Der Miracle Club. Trefft euch mit anderen, die euren Glauben, eure Hingabe und eure Abenteuerlust teilen. Schafft euch lebenslange Erinnerungen, indem ihr gemeinsam die Welt bereist. Das ist eine Gruppe christlicher Singles, die Pilgerstätten besucht. So, wir noch umgeschaut, jetzt gehen wir hier rein. Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Gib mir Bescheid, wenn wir gehen können. Jemand hat mal gesagt, wenn du eine Stadt kennenlernen willst, besuche ihre Friedhöfe. Keine Ahnung warum. Sind doch alle gleich. Einige sind vielleicht sauberer, mit geraden Reihen. Oder sie sind wie der hier, natürlicher und ungeplant. Ungeplant. Du lässt die Finger von unserem Schatz. Der Schatz ist mir egal. Das Kreuz muss richtig stehen, sonst sind wir verloren. Vorsicht! Sie wird einen Zauber sprechen. Ich eine Hexe? Man stelle sich vor. Wie bitte? Ich bin eine Kräuterkundige. Von der Schulmedizin sträflich verkannt. Und die Oma dieses Kindes war Routengängerin. Die Leute ignorieren Dinge direkt vor ihrer Nase. Manche Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Ha, du klingst wie Isa. Isabella, die Archäologin? Du kennst sie? Kluges Mädchen. Gute Forscherin. Und sie gibt zu, dass es Dinge gibt, die sie nicht weiß. Sie hat das Kreuz zerbrochen, indem sie raufgeklettert ist. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Ich wollte sie aufhalten, aber sie war ziemlich wütend. Wütend und traurig gleichzeitig. Weißt du, wo sie jetzt ist? Ich suche nach ihr. Leider nein. Nach dem Kreuz ist sie weggelaufen. Aber ich habe nicht gesehen, wohin. In ihrem Zustand wollte ich mich lieber gar nicht erst mit ihr anlegen. Tut mir leid. Schon okay. Du hast mir mehr Informationen gegeben, als ich hatte. Brauchst du Hilfe mit diesem Kreuz? Ja, aber erst müssen die Kinder von hier weg. Es ist nicht sicher, wenn sie herumlaufen, während wir arbeiten. Der blinde Gauner hat ihre Köpfe mit Schätzen gefüllt. Und sie glauben, ich will sie stehlen. Ich rede mit ihnen. Aber erstmal plündern wir hier den Schaden. Diese Halsbänder wurden an Bord der Nostromo verwendet. Das Schiff brachte die gefangenen Einheimischen vermutlich nach Spanien, wo sie dann als Sklaven verkauft wurden.
komm, spuck schon deine Informationen aus. Ich frage mich, wie es hierher kommt. Eine Schatzkarte! Da ist ein Dokument, Dokument, Dokument. Wie viele Dokumente gibt es hier? Hier gibt es auf jeden Fall 4 Lager. Was? 27 Dokumente? Hier! 24 Dokumente. Was? 27? Wie? Wo? In diesem kleinen Gebiet, ey. Nun, vielleicht hier einiges versteckt und da einiges versteckt und hier vielleicht noch was, aber holy. Ah, hier geht's sogar noch weiter, glaube ich. Ach, das gehört noch dazu, dieses... Nee. Doch. Ah, okay, dann ergibt es Sinn. Dann ergibt es Sinn. Das Gebiet hier, was man noch sieht, ist, gehört dazu. Jo. Machen wir die Mission weiter. Ja. Dafür habe ich nicht genug Platz. Dann schicken wir mal die Kinder weg. Hallo, Kind, geh weg. Hey, geh weg von hier. Das ist unser Schatz. Es ist schon recht spät. Wollt ihr die Jagd nicht lieber auf morgen verschieben? Nein. Wir gehen erst, wenn wir ihn finden. Wir schlafen hier, falls nötig. Oh, hoffentlich kommt es nicht dazu. Kann ich euch denn irgendwie helfen? Nein, wie gesagt, du bekommst unseren Schatz nicht. Manu sagt, was wir finden, gehört uns. Das ist schade. Die Schwestern sagen, dass ihr sonst immer alles teilt. Und ich weiß sehr viel über die Schatzsuche. Du kennst die Schwestern? Sie könnte uns verraten. Ich sag nichts, wenn ihr nichts sagt. Ich hab auch ein Geheimnis. Ich bin die Abenteurerin Lara Croft. Oh. Wir sagen nichts. Du kannst uns helfen. Wenn du den Schatz findest, teilen wir ihn. Also abgemacht. Was braucht ihr? Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden. Bist du gut in Rätseln? Ich bin Expertin. Ich höre. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? Ich habe keinen Plan. Könnt ihr das nochmal wiederholen? Hast du die Hinweise enträtselt? Ich habe sogar vergessen. Hijo de nuestra madre virgen. Ich habe sogar vergessen, was sie gesagt haben. Also. Kann ich es vielleicht hier... Acude a la misericordia divina para que estas bendiciones sean derramadas. Es war ein Schatz, aber meiner. Siempre con Jesús como su discípulo fiel. ¡Tenga más cuidado! Aquí en la tierra y por siempre en el cielo.
Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? Ist das? Run? Sieht aus, als wäre hier was. Katzen, Gold und Karnevalsschmuck. Die Kinder werden es lieben. Und, hast du was gefunden? Natürlich habe ich das. Seht mal. Wir sind reich. Moment, Moment. Wir wollten es gerecht aufteilen, also... Oh nein, es ist euer Schatz. Ich kann das nicht annehmen. Im Ernst? Absolut. Ich wusste es sofort, als ich dich sah. Gold. Das ist eine echte Heldin. Bitte, bitte, schon okay. Ich habe nur gehandelt wie jeder anständige Mensch. Danke für die Suche nach dem Schatz. Wir werden ihn Manu zeigen. Ich weiß nicht, wie du Diego und die Kinder weggebracht hast. Aber ich bin froh darüber. Jetzt können wir loslegen. Wo fangen wir an? Hier vorne. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich findest du Isa. Ich mache mir Sorgen um sie. Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Vielleicht zeigt dir etwas an dem Kreuz, wohin Isa wollte. Da ist eine Inschrift. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. So oder... Ich glaube, damit ist das so gemeint. Oder dahin. Okay. Ergibt keinen Sinn? Oder ergibt das Sinn? Ergibt keinen Sinn. Es sei denn, ich gehe zu den einen Typen zurück und sag denen Bescheid. Ups, lo siento. Hä? Ah! Nee. Da ist das nächste Kreuz. Oder doch? Ich muss einfach den Kreuzen folgen. Okay. Ich sehe noch eins. Erstmal eins. Oh, hier ist ein... Hier ist ein Basislager. Ich bin froh, dass Jonah noch lebt. Er findet so leicht Freunde. Ich wäre vermutlich zur Mission gelaufen. Aber Jonah, er fragt Abby einfach, ob sie uns herbringt. Und sie sagt ja. Ich hoffe, wir sind am richtigen Ort und finden die Schatulle vor Trinity. Das Erdbeben hat letzte Nacht die Ölanlage getroffen. Und jetzt ist da ein Vulkan. Bricht dort die nächste Katastrophe aus? Wir müssen das alles beenden, bevor diese Stadt wie Cozumel endet. Hm.
finde diese Sachen hier nicht mehr so geil. Ah ja. Doch, ich habe mein Equip wieder. Okay. Okay. Vollständig verbessert. Na, trotzdem ist die Waffe immer noch irgendwie besser. Das ist noch ein Upgrade. Und das sind 5. Fast vollständig verbessert und immer noch schlechter. Lol, die habe ich ja noch. Und ich kann schnell reisen. Yay! Ich überlege gerade, was ist das? Obwohl, ach, wir machen die Mission noch zu Ende.